Hallo da draußen, mein Name ist Kerge und wir sind mal wieder unterwegs in Scrap Mechanic, wo ich heute für euch eine ganze Palette von verschiedenen Fahrzeugen habe, von verschiedenen Aktualisierungen vor allem. Gerade auch mit der neuen Engine und so weiter, da habe ich ja jetzt einiges noch nachzubessern, nachzuaktualisieren. Und zusätzlich dazu haben wir heute noch ein paar Logic Block Spielereien. Eine davon ist an einem der abgedateten Fahrzeuge und das andere ist, ich spoilere einfach mal so ein bisschen an dieser Stelle, eine Ampelschaltung. Vorher allerdings, wie aus den letzten Folgen gewohnt, Fankreationen. Wir beginnen heute mit dem Monster. Und ich sag's direkt mal dabei, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob diese Kreation schon mal in einer Folge war. Es könnte sein, das Ding ist nämlich, ich hatte die schon mal aufgenommen, aber eine der Aufnahmen war mir damals zusammengefallen, konnte ich nicht mehr gebrauchen. Da waren einige Fankreationen drin, deswegen bin ich jetzt nicht mehr ganz sicher, welche davon ich schon veröffentlicht habe und welche nicht. Das heißt, es könnte Doppelungen geben. Falls das so sein sollte, werde ich aber heute noch eine zweite vorstellen. So. Wir beginnen mit dem Monster und jetzt habe ich den Text schon weggenommen. Hier. Ich erlaube Spielbär und dem kleinen Lichtkerge, also meiner einer, diese Kreation in einem Video vorzustellen. Ich danke dafür. Der Name, der dafür verwendet werden kann, ist der Nico101. Von dem stammt der ganze Spaß hier. Wir haben ein paar Schalter und Knöpfe. Und sollte einer von beiden erwähnten YouTubern dies hier sehen, mache ich auf meine Fertigachsen im Workshop aufmerksam. Also, liebe Leute, wisst ihr Bescheid, wenn ihr Achsen braucht, wisst ihr, wo ihr suchen müsst. So. Wir gucken uns das Monster an. Wie gesagt, ich meine, wir hätten es uns schon angesehen. Hier vorne dieses Drachenmaul. Ich muss dabei sagen, ich fände es besser, wenn hier der Innenraum komplett, Dings hier komplett lackiert wäre. Generell sind hier ein paar Farbfehler dran. Auch hier hinten, hier dieser Bereich zum Beispiel. Es wirkt dadurch alles ein bisschen unfertig, möchte ich sagen. Das gefällt mir nicht so wirklich gut. Ansonsten, die grundsätzliche Form hat was. Hier vorne das Mordwerkzeug sieht natürlich gewaltig aus, ganz klar. Die Türschaltung macht was her, könnte aber mitverantwortlich sein, zusammen mit den anderen Schrägen, dafür, dass es ein bisschen laggt. Ich zeige es euch mal gerade, hier, da fährt es nach außen und dann nach oben, wunderbar. Schalter 1 schließt diese Tür wieder, Schalter 2 öffnet hinten eine Klappe, Schalter 3 öffnet hinten noch eine Klappe, können wir beide wieder zumachen. Schalter Nummer 4 öffnet die Motorhaube und mir fällt dabei gerade auf, ich hatte irgendwann zwischendurch, weil ich währenddessen, während dem Spiel Musik gehört habe, den Ton ein bisschen runtergedreht, das können wir jetzt gerade korrigieren. Da vorne sehen wir den Motor. Sieht relativ gewaltig aus, gut von den Details her. Es sind ein paar Röhren dran und so weiter, soweit so schön. Aber immerhin haben wir 4 von den Scrap Mechanic Motoren in einer Reihe und das für sich genommen ist schon eine ordentliche, beachtliche Größe. Nummer 4 war das, glaube ich, gerade, genau. Auch hier oben drauf diese Ansaugkurzen und so weiter, die hier dargestellt sind. Das sieht schon cool aus, das sieht schon cool aus. Dann haben wir die Nummer 5. Hier senkt das Mordwerkzeug und die Nummer 6, die hupt. So, dann drehen wir mal eine Runde. Motoren sind für meinen Geschmack deutlich zu stark eingestellt. Ich finde irgendwie, wenn das Ding so losprescht und so losleitet, das passt irgendwie nicht, meiner Meinung nach. Immerhin ist es gefedert, es fährt sich an sich ganz gut. Und noch ein Detail, auf das ich gerade ganz gerne aufmerksam machen möchte. Wenn jemand einen Sattel hat, aber keinen Sattelschlepper, dieses Fahrzeug hier hat die komplette Vorbereitung dafür. Also, nur dass ihr Bescheid wisst. Gut, dann sage ich an dieser Stelle also vielen, vielen lieben Dank fürs Einsenden. Und wir schauen uns an eine weitere Kreation, von der ich mir sehr sicher bin, dass ich sie noch nicht vorgestellt habe. Und zwar ist das der, jetzt muss ich gerade suchen, wo ist er hin? Bin ich jetzt... Da ist er ja. Der Tipper, genau, von Pixelgecko. Pixelgecko hatten wir auch schon mal. In diesem Fall haben wir hier die Beschreibung auf Englisch. This is a Tipper. It took me about 90 minutes to build it. You can turn on the normal light and the fog... Wir haben es auch auf Deutsch. Warum lese ich das auf Englisch vor, wenn wir es auch auf Deutsch haben? Das ist mein Kipplaster. Ich habe 90 Minuten gebraucht, um ihn zu bauen. Man kann das normale Licht und die Nebelscheinwerfer anschalten. Außerdem kann man Türen sowie Motorraum und Ladeklappe öffnen. Letztere kann man auch hochklappen. Viel Spaß. Übrigens, hier ist ein Doppel-A drin, was da nicht hingehört. Und ich habe da gerade noch was gesehen. Genau, hier fehlt ein Z. Das ist ein Flüchtigkeitsfehler. Bisschen darauf achten, bitte. So, wir bauen den ganzen Spaß. Wir sehen zunächst einmal auf den ersten Blick zumindest scheinbar keine Farbfehler. Hier hinten das Rote, das ist die Lampe. Das geht halt nicht anders. Und wir sehen des Weiteren hier hinten Pendelachsen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob die unbedingt... Ja, ich glaube, das Beste wäre, wenn hier die Aufnahme ein bisschen nach unten käme, dass sie nicht so einknicken. Aber prinzipiell funktionieren sie auf jeden Fall. Also da kann ich nichts sagen. Das ist soweit wunderbar. Hier vorne haben wir die Standardfederbeine. Ich habe mir die Kreation auch schon so ein bisschen angesehen. Tür lässt sich öffnen. Huch. Sie hat ein bisschen Zuckung. Passiert schon mal. Warte mal. Mit der 2 lässt sich die Tür wieder schließen. Achso, der öffnet und schließt beide Türen. Übrigens finde ich die Spiegel sehr, sehr cool, muss ich dabei sagen. Okay, von innen sieht man nicht allzu viel. Das liegt an den
Glasblöcken natürlich. Die sind halt leider immer sehr undurchsichtig hier im Spiel, deswegen verzichte ich auch meistens darauf. Sieht von außen umso cooler aus, von innen sieht man halt leider ein bisschen wenig. Ne, was ich sagen wollte, mir gefällt die Spiegelform. Das hat was, das gefällt mir. So, Nummer 1 öffnet hier vorne eine Serviceklappe, durch die wir auch auf die Motoren sehen können, auf so ein paar weitere Schaltungen, wunderbar. 2, wie gesagt, für die Türen. Nummer 3 gibt hier hinten die Anlage sogar mit so einem Hebelarm da unten, wunderbar. Ich denke auch ein einzelnes Bearing hinten im Heck würde dieses Gewicht wahrscheinlich gar nicht stemmen können, deswegen ist diese Schaltung hier schon notwendig, vermute ich mal. Sehr, sehr cool, hebt sich leider nicht sehr weit, aber ich sag mal, um so ein bisschen was auszukippen, sollte das vermutlich reichen. Und apropos auskippen, im Moment ist die Luke da hinten noch dicht. Ein Schalter weiter und wir können sie öffnen. So, nächster Knopf ist eine Hupe. Dann haben wir Licht und dann haben wir mehr Licht. Okay. Also einmal die guten Xenon-Scheinwerfer da unten und einmal die dicke Dachmontierung als Fernlicht. Wunderbar. Fahren kann der ganze Spaß natürlich auch. Und ich muss sagen, er fährt sich relativ gut. Und vor allem auch für seine Größe und dafür, dass er hinten die Pendelachsen und generell 4 Achsen hat, sehr leckarm, wie ich finde. Mir gefällt auch das Design hinten von der Ladefläche. Mit diesen Ausbuchtungen da drin, das hat was. Einziges Manko natürlich die Holzoptik, ne? Ist ja klar. Ich weiß, ich habe selber auch lange Zeit mit dieser Holzoptik gearbeitet. Aber inzwischen bin ich ja relativ weg von, es stört mich inzwischen ein bisschen, auch bei fremden Kreationen, muss ich einfach ganz ehrlich sagen. Ist jetzt kein großes Manko, aber es ist halt einfach da. Es sieht halt einfach ein bisschen unschön aus, gerade seit die Texturen überarbeitet wurden. Könnte man vielleicht inzwischen ein bisschen überarbeiten. Aber ihr seht, er fährt sich ganz gut. Ich könnte eigentlich auch mal mit Licht fahren, ne? Habt ihr recht? Ja, also dann an dieser Stelle in diesem Sinne, vielen, vielen lieben Dank auch hier fürs Einsenden. Tür war die 2, genau. Vom Innenraum her könnte man eigentlich auch mal gerade gucken. Warte mal. Apropos. Mit der Nummer 2 sehe ich... Ah ne, das da vorne ist wahrscheinlich das Licht, gell? Genau. Das ist die Dachmontierung und das sind die Kontrollleuchten für die Beleuchtung, genau. Wenn ich fahre, dieser Hebel hier, der bewegt sich nicht. Der ist einfach nur so ein bisschen angestellt. Sieht aber als Schaltknopf ziemlich cool aus. Wenn wir schon mal dabei sind, auf solche Dinge habe ich bei der anderen Kreation überhaupt nicht geachtet. Würde ich sagen, spawne ich jetzt auch nochmal gerade ganz kurz das Monster, um auch dort in den Innenraum zu sehen. Wo ist unser Monster? Da ist es ja. Wo ist das Monster? Da ist es ja. So. Also dann Tür öffnen, einmal hier reinhocken aus der Innenansicht. Und wir sehen auch hier natürlich die Glasblöcke, die machen es nicht unbedingt schön. Wir haben da vorne einen Knopf für die Hupe wahrscheinlich, jawohl. Ansonsten ein bisschen Kontrolle hier. Ja, viel ist hier nicht zu sehen, aber ich habe mir gedacht, der Vollständigkeit halber können wir es ja in dem Zusammenhang auch mal zeigen. Übrigens, richtet mal euer Augenmerk auf die Auspuffanlage, auch die ist sehr beeindruckend. So, gut, dann sind wir jetzt aber wirklich mit den Fan-Kreationen durch. Ich danke ganz herzlich fürs Einsenden. Und mache weiter mit der ersten Logic-Block-Spielerei, würde ich mal sagen. Und die habe ich verbaut bei meinem guten alten, aber neu überarbeiteten Offroad-LKW. Der hier heißt KLP T01. T steht dabei für Truck. Und es war halt der erste Truck in dieser Form, den ich hier so aufgebaut und veröffentlicht habe. Und im Groben hat er alle Funktionen, die er bisher hatte. Also sprich, 1 bis 3 sind die Blinker, auf der 4 ist Abblendlicht, 5 ist Fernlicht, auf der 7 geht die Dachmontierung mit an. Wenn ich das Fernlicht ausschalte, geht die Dachmontierung mit aus. Wenn ich das Abblendlicht ausschalte, geht alles mit aus. Das war halt die Schaltung hierbei. Und wir haben eine Hupe. So, jetzt seht ihr aber, ich habe die Dachmontierung da oben ergänzt um eine weitere Hupe. Wäre ganz cool, wenn das Lied vielleicht ein bisschen leiser wäre oder wenn es denn ginge. Ja, nehmen wir sowas meinetwegen. Denn um die Hupe wird es gehen und um eine Lichthupe, die ich hier eingebaut habe, ohne weitere Schalter einzubauen. So. Und zwar folgendes. Aktuell klingt die Hupe so. Wenn ich jetzt aber die 7 aktiviere, ohne dass das Licht aktiv ist, also wenn ich jetzt das Fernlicht aktivieren würde, dann würde die Dachmontierung mit angehen, weil ich die 7 aktiviert habe. Wenn ich jetzt hupe, mit der 7 aktiviert, dann seht ihr, geht das Fernlicht als Lichthupe mit an beim Hupen. Das geht auch mit eingeschaltetem Fernlicht. Da habe ich dann die Hupe umgestellt. Von der normalen Hupe auf die Hupe der Dachmontierung. Wenn ich die Dachmontierung jetzt ausschalte, dann habe ich wieder die normale Hupe. Und jetzt habe ich keine Lichthupe mehr, gebe ich zu. Da muss ich die Schaltung vielleicht nochmal überdenken. Aber prinzipiell... Gut, wie soll ich den auch haben, wenn ich die 7 ausschalte? Ich bin auch doof. Ist an die 7 gekoppelt. Nee, klar. So, also ihr seht, man kann sich hier schöne Spielereien machen. Auf dem Schalter, der eigentlich nur die Hupe sein sollte,
Auf der Nummer 6 nämlich habe ich, wenn ich die 7 aktiviere, auch meine Lichthupe. Und wenn ich die volle Festbeleuchtung anhabe, dann verändert sich die Hupe, um nochmal ein bisschen durchdringlicher zu sein. So. Das Ganze hier ist übrigens so, wie es hier ist, bereits hochgeladen. Link dazu in der Videobeschreibung, zu den Fankreationen natürlich auch. So, dann mache ich jetzt mal weiter mit noch einem weiteren Fahrzeug. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Ich kann dir jetzt mal gerade so ein bisschen was vorstellen, was ich hier soweit gebastelt habe. Nämlich den hier. Und der hier soll jetzt den alten Offroad-LKW komplett ablösen. Das ist eine verkürzte Version des aktuellen Offroad-LKWs mit einer anderen Variante von einem Hänger. Motoren habe ich ein bisschen weiter aufdrehen müssen. Und ich finde, er fährt sich ganz gut. Der hier hat die Spielereien, der Logic Box ist natürlich nicht. Der hat ja auch die kleinere Dachmontierung, der hat nicht die veränderten Hupen. Da habe ich gedacht, lasse ich das erstmal noch weg. Aber wie gesagt, der große LKW, der hat diese Veränderung jetzt via Logic Blocks. Und ich finde es ganz cool. Ich finde, es hat Spaß gemacht, das Ganze zu bauen. Ich denke mal, was den hier angeht, brauche ich euch jetzt die ganzen Feinheiten nicht zeigen, ne? Hier die angedeutete Antriebswelle, die sich mitbewegt, die ist natürlich immer noch drin. Früher ist auch weniger Performance, jetzt wo hier die zweite Achse fehlt. Ich habe dieses Design noch ein bisschen verändert, fällt mir gerade so ein. Hier diese Stoßfänger sind ein bisschen weg. Sind dazugekommen, so rum. Und hier habe ich noch so ein paar Gestänge dazu genommen, genauso wie auch hier nach oben hin. Die Kante hier hinten hat mir sonst zu leer gewirkt, denn der Auspuff, der läuft nicht mehr hier hoch bei dieser Variante, sondern der läuft hier zur Seite raus. So, Reserverad haben wir auch dabei. Hier hinten gibt es keinerlei Klappen oder sowas, aber die Beleuchtung funktioniert. Ach ja, und ja, dieser Auflieger hier, dieser Anhänger hier, der basiert auf dem Anhänger von meinem Gliederzug-LKW. Ich habe ihn aber ein bisschen umgebaut, habe unter anderem zum Beispiel hier die Offroad-Federn eingebaut. Hab hier drin die eigentliche Ladefläche ein bisschen erweitert, denn im Original kann man hier zwischendurch gucken. Das sind hier so ein paar Gestänge. Und bei ihm hier kann man diese Fläche tatsächlich hier in der Versenkung auch nutzen. Wofür auch immer man das tun möchte, aber die Option ist auf jeden Fall gegeben. Gut, das wäre es soweit dann damit. Wie gesagt, ansonsten die Funktionen, Blinker, Lichter und so weiter und so fort. Hupe und so weiter, das ist alles so, wie es beim anderen LKW immer war. Auch diese Kreation hier wird dann zum Download freigegeben sein. Ich denke mal, darum können wir uns jetzt auch gerade mal in der Folge kümmern. Da muss ich mal gerade ganz kurz schauen. Der Offroad-LKW, den ich damit überschreiben möchte, das war hier das alte Original. Denn der ist ja eigentlich abgelöst worden von diesem hier. Die Form ist ja exakt dieselbe. Dementsprechend denke ich mal, die kürzere Version, die wird jetzt den hier. Nein, nicht den. Sondern... Ey, wo ist er denn? Eben hatte ich ihn noch. Yomei, da, genau. Den hier wird es überschreiben. Offroad LKW alt. So. So. Dann speichern wir jetzt mal über. Jawohl, den möchte ich gerne überschreiben. So, jetzt das hier, der Offroad LKW alt. Das heißt, die originale WIP-Datei brauche ich schon mal nicht mehr. Dann damit schon mal wieder einen Blueprint weniger belegen hier. So, der kann weg. Dann habe ich meinen aktuellen LKW. Von dem borge ich mir jetzt mal gerade Name und Beschreibung. Hier ist er hin. So, einmal der Name. Ich habe echt zu viele Blueprints. So, Name, check. Und dann die Beschreibung, Steuerung A, Steuerung C. Die Beschreibung, die kommt jetzt auch hier oben rein. Ach, hier rechts ist er, genau. So, einmal Steuerung V. Genau, was die Updates angeht, die würde ich sagen, kann ich hier wegnehmen. Dann sage ich hier jetzt Update 1. Neuaufbau des Lastkraftwagens. Was machen wir noch? Komm, das soll es erstmal gewesen sein. Und hier ist Update 3, das bezieht sich sowieso nur auf den anderen. So. Da sind wir wirklicher Antriebswelle, da stimmt soweit alles. Beste Version mit ein paar Updates stimmt im Prinzip auch noch. 5 plus 4 Fernlicht, 7 plus 5 plus 4 Dachmontierung, auch das stimmt. Haben wir den erweiterten Lenkeinschlag und so weiter, stimmt ja alles auch für ihn hier, genau.
Aber Feder mit neu abgestimmter Härte. Nee, blau sind die nicht mehr. Die Verteilung der Motorleistung stimmt aber. Dachmontierung. Genau, dann lassen wir es mal so. Dann sage ich jetzt Update. Lande dann gleich wieder auf dem Overlay, das für euch allerdings nicht mit aufgenommen wird. Ich habe noch ein bisschen was anderes für euch. Keine Sorge, ich habe noch ein bisschen was anderes für euch. Aber erstmal alles der Reihe nach. Jetzt hat er wieder hier Hashtag FFFFFF vor den Namen gesetzt. Ich weiß nicht, warum das manchmal passiert, aber manchmal ist es so. Kann ich bei der Gelegenheit hier gerade mit korrigieren. Entsprechend habe ich hier den Zeilenumbruch im Link natürlich auch mal wieder. Das Ganze wird gespeichert. Zurück zum Objekt. So, top. Da bin ich wieder. Vielleicht haben wir das hier schon mal durch. Und die anderen Varianten hier, die waren ja alle eigentlich komplett das gleiche. Das bedeutet, die werde ich einfach entfernen. Auch aus Steam werde ich die ja noch entfernen müssen, sonst tauchen die ja hier wieder auf, soweit so klar. Aber die brauchen wir ja nicht mehr. Wir haben das ja alles aktualisiert jetzt. So, gut. Wenn wir damit jetzt schon mal fertig sind, kann ich den jetzt auch entfernen. Dann machen wir mal weiter mit noch einer Neuerung. Die ich gerade ganz gerne mal euch zeigen möchte. Und zwar, nee, der hier noch nicht. Das kommt noch. Da möchte ich gerne noch ein, zwei Varianten bauen, die dann allesamt überschreiben. Wir beginnen mit... Da war es gerade schon. Ich möchte aber das alte gerne daneben stellen. Wir beginnen mit dem Trike. Das hier war ja mein gutes altes Trike. Das ein bisschen sehr träge fuhr. Einen komischen Allradantrieb hatte. Die Achsen stehen sehr merkwürdig weit nach außen. Aber wir haben immerhin Platz für drei Leute. Die Federung funktioniert soweit. Die Lenkung funktioniert soweit. Und die Motoren darf ich nicht höher einstellen. Denn wenn das vordere Rad höher eingestellt ist, dann dreht es die ganze Zeit durch. Und wenn die hinteren Räder höher eingestellt sind, dann machen wir nur Wheelies. So. Das hier ist die alte Version. Und jetzt zeige ich euch die neue Version, mit der ich übrigens sehr, sehr zufrieden bin. Basiert übrigens nicht hier drauf. Ich habe mich zwar an der Form orientiert, aber das Ding trotzdem vom ersten Block an... trotzdem vom ersten Block an komplett neu aufgebaut. So schaut der ganze Spaß jetzt aus. Und ich finde, es macht was her. Hinten die Spur ist schmaler. Der Radstand ist ein bisschen kürzer. Die Feder vorne funktioniert besser. Wir haben hier vorne als Spielerei noch diesen kleinen Fender dran. Das gefällt mir ganz gut. Auspuffanlage sieht anders aus. Wir haben Licht. Sowohl nach vorne als auch hier nach hinten raus. Und ja, der Wendekreis könnte natürlich besser sein. Und es neigt auch dazu, abzuheben. Mit dem Vorderrad. Aber es ist jetzt ein reiner Hecktriebler. Und ich finde, dafür fährt es sich unheimlich gut. Um lenken zu können, muss man manchmal kurz vom Gas gehen. Dann kann man wieder drauf treten. Aber es macht einfach Spaß, damit durch die Gegend zu pflügen. Es ist auch relativ schnell, es ist dafür auch relativ stabil. Für das, was es ist halt, ne, muss man halt immer so ein bisschen relativieren. Na, und wenn das passiert, dann kann man es meistens sogar wieder auf die Räder stellen. Einfach Gas geben und entsprechend lenken. So, und dieses Trike hier, das wird es auch entsprechend überschrieben. Das alte Trike hieß einfach nur Trike. Das heißt, dieses Ding hier nenne ich jetzt einfach nur Trike. So, einmal speichern bitte. Jawohl, überschreiben. Das Trike funktioniert zwar im Prinzip, den dabei eher dekorativen Zwecken nicht besonders schnell dazu hektisch. Das stimmt alles jetzt nicht mehr. Was schreibe ich denn da jetzt? Linkes heckgetriebenes Trike, das stimmt soweit. Wie mache ich denn da jetzt weiter? Mit Beleuchtung, die ist ja nun mal dran. Pendelachsen hinten, die haben wir natürlich auch dabei. So, zum Lenken kann es manchmal nötig sein, kurz vom Gas zu gehen, da das Trike zu... Was denn? Ist hier schon wieder gesprungen, zu Wheelies.
Warum passiert sowas manchmal? Ich habe keine Ahnung. Zu Wheelie Snide. Ob der Link jetzt noch stimmt, weiß ich natürlich auch nicht. Ich hoffe es einfach mal. Gut, dann ist das jetzt also hier unser Update. Wisst ihr Bescheid? Das Trike ist damit auch wieder neu verfügbar, läuft zu neuer Form auf. Und ich bleib dabei, es macht wirklich Spaß. So, dann muss ich jetzt mal wieder hier in die Beschreibung reingehen. Nehme auch hier wieder mal den Zeilenumbruch aus dem Link raus. So, das Ganze wird gespeichert. Na, warte mal, das Ding müsste jetzt eigentlich auch noch aus der alten Kollektion heraus und in die neue hineinziehen. Das müsste ich eigentlich auch noch mit dem LKW machen. Naja, alles zu seiner Zeit. Mit dem LKW hole ich jetzt noch nach. Und ich würde sagen, wir sind jetzt hier mit den Neuerungen soweit relativ durch. Gut, Minimalistus habe ich nochmal überarbeitet. Da gibt es jetzt zwei Versionen von, die beide ganz lustig sind. Ich denke mal, darum kümmern wir uns dann auch ein andermal. So. Sind wir schon bei 20 Minuten, aber eine Sache habe ich noch für euch, die zwar noch ein Work in Progress ist, die ich aber eigentlich ganz cool finde. Zumal da auch lange, lange Zeiten schon nachgefragt wurde. Und ich mich dazu nie wirklich durchgerungen hatte. Inzwischen ist es aber soweit. Ihr seht hier eine angedeutete Straße. Und das ist meine Ampelanlage. Sehr vereinfacht noch. Das gebe ich gerne zu. Na, die braucht eine Weile. Ich habe die von der Zeit her relativ hoch eingestellt. So, jetzt schaltet sie um. Und ihr habt gesehen, auf der einen Seite sind zwei Lampen aktiv geblieben, auf der anderen Seite nur eine. Und beim Zurückumschalten passiert das Gleiche. Müssen wir jetzt einen Moment drauf warten. Musik passt natürlich sehr gut dazu. Ach, da ist es. Und wupp. Ich bin also ehrlich gesagt nicht mal hundertprozentig sicher, ob die Schaltung so richtig ist oder ob ich da noch was ummodeln muss. Aber so wie es funktioniert, bin ich fürs Erste schon mal ganz froh. Das hier sind übrigens die Ausgänge, aus denen das Ganze herausläuft. Und hier in dem Kasten, das ist die aktuelle komplette Ampelschaltung. Und hier seht ihr die Timer, die das Ganze schalten. So, der hier läuft gerade hoch. Weil der hochgelaufen ist, kommt die erste Änderung. So, jetzt ist es auf gelb. Jetzt hat er umgestellt und sobald der zweite Timer hier vollgelaufen ist, dreht die Schaltung einmal um und sorgt dafür, dass das Grün jetzt aus einer anderen Richtung weiterläuft. Ist ein bisschen blöd zu erklären, müsste man gesehen haben. Kannst ja eigentlich mal gerade hier oben öffnen. Vielleicht weiß der eine oder andere dann schon, wie es läuft. Wahrscheinlich eher nicht. Baut hier jeder anders auf sowas. Das sieht man ja nicht unbedingt auf einen Blick. Aber das hier ist auf jeden Fall... Das hier ist die Wechselschaltung, die ein und aus die ganze Zeit hin und her wechselt. Dann haben wir hier die zwei Timer, die danach laufen. Und aus den Signalen der drei Timer habe ich dann hier meine Schaltung gebaut, die einmal prüft, welche dieser Dinger hier, welche dieser Timer eingeschaltet sind. Auf der unteren Ebene, auf der oberen Ebene prüft, welche ausgeschaltet sind. Und auf diese Weise dann hier diese Wechselschaltung hier hervorbringt. Könnte bestimmt besser sein. Aber für den Moment funktioniert es, für den Moment bin ich ganz zufrieden. Ich arbeite weiter dran. Habe ich einfach nur mal gezeigt haben wollen. Das heißt, wenn ich schon mal dabei bin, kann ich euch eigentlich auch mal gerade den Minimalistus zeigen. Das ist auch ganz lustig. Wenn ich ihn denn finde. Also gut, einer von denen ist hier oben, soweit so klar. Aber ich meinte eigentlich die Fuel-Variante. Denn die Elektro-Variante gibt es ja schon länger. Die habe ich jetzt noch ein bisschen überarbeitet. Auch lackiert endlich mal. Und das schaut jetzt so aus. Okay, hoppelt hier ein bisschen. Es ist nicht ganz so angenehm, mit dem Grip hier drauf zu fahren anscheinend. Er ist einen Tacken schneller, als er früher war. Lenkt natürlich noch immer mit dem Federglitch. Und hat jetzt sogar eine Beleuchtung. Die guten modernen Xenon-Scheinwerfer für die Elektro-Variante. Ein bisschen trübere Glühfunzeln für die Benzin-Variante. Die aber prinzipiell... auch ganz gut und vor allem auch schneller fährt. Muss halt nur ein bisschen aufpassen mit dem Lenken, dass man da vorher vielleicht ein bisschen langsamer wird, dann einmal hier rum. Der Federlitch ist nämlich ziemlich stark hierbei. Ich denke mal, die zwei werde ich auch bei Gelegenheit irgendwann mal freigeben, aber... muss ich mal schauen, ob und wann. Ich weiß auch gar nicht, ob da überhaupt Interesse besteht. Und ob ich die dann als einen Blueprint mache oder als zwei. Ich denke, die hätte ich lieber getrennt tatsächlich, auch wenn das dann wieder zwei weitere Blueprints bedeutet, die mir meine Blueprint-Liste komplett vermüllen. Aber ich glaube, da hätte ich Bock drauf, die zwei tatsächlich einzeln hochzuladen. Aber gut, was das angeht, das ist Zukunftsmusik. Im Moment bin ich erstmal froh, dass gewisse Dinge funktionieren und dass ich gewisse Dinge jetzt als Updates verfügbar habe. Ihr wisst Bescheid, Links zu allem, was ihr gesehen habt, außer zur Ampelschaltung, die ist noch nicht ganz ausgereift, auch zu den ganzen anderen Sachen, die Links findet ihr
in der Videobeschreibung. Das bedeutet zum einen zu den Fankreationen, zum einen zu den Fahrzeugen, die ich euch vorgestellt habe. Könnt ihr euch ein bisschen mit austoben. In diesem Sinne also viel Spaß damit, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal, ciao, euer Kerker.